Mit Putins Überfall auf die Ukraine haben sich die Akzente der internationalen Politik dramatisch verschoben. Vom Putin aufgezwungen denken wir zunehmend nicht mehr in der Logik des Friedens, sondern eher in der Logik des Krieges. Was bedeutet das für das praktische Handeln der politisch Verantwortlichen? Wie lässt sich die Logik des Krieges durchbrechen? Und wie verhindern wir eine Fortsetzung der Eskalationsspirale, ohne die Ukraine im Stich zu lassen? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und hier am Tisch begrüße ich sehr herzlich den außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Jürgen Trittin. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich begrüße sehr herzlich Professor Sönke Neitzel, Historiker mit dem Schwerpunkt Militärgeschichte von der Universität Potsdam. Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Trittin, am Wochenende fand der kleine Parteitag der Grünen statt und es wurde für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine votiert. Damit wurde ja der Kurs der Ampel oder der Regierung letztendlich auch unterstützt. Ihr Parteichef Nuripur betont gleichzeitig, dass die Grünen nach wie vor Friedenspartei sind. Passt das zusammen? Ist das nicht in sich ein Widerspruch? Ich glaube, wenn man das erreichen will, was wir, Deutschland, im Rahmen der NATO, was die Amerikaner erreichen wollen, nämlich dass die Ukraine nicht überrannt werden kann und auf dieser Basis dann eine politische Lösung gefunden werden kann, dann ist es notwendig, diesen Schritt zu tun und Waffen zu liefern. Das tun wir nicht, weil wir glauben, dass es einen endgültigen militärischen Sieg über Russland geben wird. Wenn man sich das vor Augen führt, was Sie gerade definiert haben, dann sind aber letztendlich ja alle Parteien im Bundestag auch Friedensparteien. Geht da nicht den Grünen auch ein Stück weit etwas von ihrer Historie, von ihrem Nimbus, von ihrem Signum verloren? Ich weiß nicht. Die Geschichte der Grünen ist ja auch in sich widersprüchlich. Wir haben diese Debatten 1999 geführt, als wir selber Krieg geführt haben. Übrigens in einem völkerrechtlich nicht ganz so gut begründeten Krieg, wie möglich die Abwehrschlacht heute der Ukrainer gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff. Wir haben aber auch zu den Zeiten, als sich Hunderttausende auf dem Bonner Hofgarten versammelt haben, und aus dieser Bewegung heraus, seit die Grünen gegründet waren, da war auf diesem Hofgarten auch Menschen unterwegs. Die haben für Solidarität mit dem ANC gekämpft. Das war keine gewaltfreie Bewegung, außer Nelson Mandela, der gezwungenermaßen gewaltfrei war, weil er im Knast gesessen hat. Die haben Waffen später für El Salvador gesammelt. Das heißt, der Kampf gegen eine illegitime, menschenverachtende Politik, das sich wehren, hat auch zur DNA gehört, neben dem Nuklearpazifismus, der sich in der Friedensbewegung ausgedrückt hat. Mhm. Herr Professor Neitzel, muss man gleich zum Anfang der Diskussion schon sagen, dass Pazifismus nur was für Friedenszeiten ist und der Pazifismus letztendlich dann endet, so wie Gefahr für Leib, Leben und Werte vorhanden ist? Na, es ist ja eher die Frage, welche Reichweite hat der Pazifismus? Also Pazifismus haben wir, steht im 19. Jahrhundert in dieser Bewegung und hat die Kriege des 20. Jahrhunderts, das Zeitalter der Extreme, nicht verhindern können. Und Herr Trittin hat ja den Bonner Hofgarten erwähnt, aber trotzdem gab es den NATO-Doppelbeschluss und meines Erachtens auch zu Recht. Ich war damals an einer hessischen Gesamtschule und da waren also mit einer Ausnahme auch alle Zahlen gegen die Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missile. Aber trotzdem hat die Bundesregierung dann einen anderen Kurs eingeschlagen. Und das ist Teil unserer politischen DNA. Es ist auch gut, dass es das gibt. Und es ist ja nicht schlimmer, als wenn alle einer Meinung wären. Wir müssen um das richtige Argument ringen. Ich glaube, dass in bestimmten Phasen das pazifistische Argument gegen Waffen eben nicht sehr weit trägt. Und der Bundeskanzler hat es ja in seiner Rede am 1. Mai auch gesagt. Ich glaube, jetzt, und diese Stimmen gibt es ja auch, bei den Kirchen, bei den Gewerkschaften und so weiter, der Ukraine einen zivilen Widerstand zu empfehlen, gar mit dem Hinweis auf den Niedergang der DDR. Also das Argument gibt es, aber ich halte das eben für nicht sehr weit führend. Und die meisten in diesem Lande sagen auch, naja, wie Herr Trittin es ja angedeutet hat, also Selbstverteidigung
sollten wir schon machen. Und auch das ist schon genannt worden. Es ist ja eine Illusion, die Linke und die Gewaltfreiheit zusammenzubringen. Die Linke war nie gewaltfrei und hatte immer auch dieses Element. Und von daher, es gibt diese Stimmen. Ich halte nur das für nicht sehr zielführend in diesem Moment. Also gibt's, ich will auch den Pazifismus gar nicht verdammen. Man muss schon sehen. Aber es gibt ihn letztendlich nur unter Pazifisten, oder? Nein, unter bestimmten Bedingungen war er durchaus erfolgreich. Mhm. Wenn Sie mal sehen, die Unabhängigkeit Indiens gegen die Kolonialherrschaft England. Einer parlamentarischen Demokratie wurde mit diesen Methoden erkämpft. Und da war der Pazifismus, anders als andere Versuche zur Unabhängigkeit zu kommen, erfolgreich gewesen. Das hat natürlich immer zu tun mit Rahmenbedingungen, wo ein Niedergang einer ehemaligen Weltmacht der Fall gewesen ist, wo es auch innerhalb der eigenen demokratischen Gesellschaft viele Stimmen gab, die diese Form des Kolonialismus nicht mehr wollten. Und auf diese Weise ist dann da, ich sage das nur der Vollständigkeit halber, dass man nicht so tut, als wenn Pazifismus historisch keinen Platz hätte. Den hat er. Den hat er. Herr Professor Nazi, wir wollen uns heute mit den Logiken beschäftigen, mit den Kriegs-, aber auch den Friedenslogiken, die es ja durchaus gibt. Vor allen Dingen dergestalt, dass diese Logiken ja Zwangsläufigkeiten nach sich ziehen. Unterliegt die Konflikt- und Kriegseskalation festen Dynamiken? Gibt es da Logiken, auch wenn man in die Geschichte zurückblickt? Naja, es sind eben sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Und wir alle sind ja immer, schauen in die Geschichte und suchen uns dann das Beispiel raus, was gerade passt. Diese Geschichte ist so ein bisschen so ein Wühltisch. Und dann sagt man, ja, ich wusste, das war doch schon da und da so. Also die Einflussfaktoren sind eben immens. Und denken Sie mal an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Da streiten die Historiker immer noch, warum er denn ausgebrochen ist. Und es gibt dazu mehr Literatur, als sie in ihrem Leben lesen können. Also es gibt in der Tat Fälle, die man als historisches Beispiel nehmen kann. Es gibt bestimmte Logiken, Eskalationslogiken, die man als Beispiele heranziehen kann. Das befreit uns aber nicht davor, in der Jetztzeit unsere eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Weil wir wissen eben nicht, welches historische Beispiel genau die Parallele ist. Und keiner von uns kann mangels Quellen Putin in den Kopf schauen. Wir wissen letztlich nicht, was da genau besprochen wird. Können wir denn daraus lernen? Naja, also ja, können wir, nur wir können schon, also zum Beispiel die Eskalationslogik, nicht? Es ist sicherlich wichtig, irgendwie zu einem Kompromiss zu kommen. Wir können aus der Geschichte lernen, dass man sagt, es wird so lange das militärische Argument gespielt, bis beide Seiten eine Kompromissbereitschaft haben. Ja, da sind Sie fast schon am Ende, aber wir sind ja hier jetzt erst noch mal am Anfang bei der Eskalation selber. Aber auch da, nicht? Es ist immer die Frage, was kann ich eigentlich wie erreichen? Wir werden uns als Historiker die Frage stellen, haben wir nicht bestimmte Signale Putins einfach wirklich überfahren? Was immer noch nicht diesen Krieg rechtfertigt von Putin. Aber haben wir bestimmte Signale nicht sagen überfahren, weil wir alle dachten, also Krieg wird das schon nicht führen. Also das kam ja in unserem Referenzrahmen nicht vor. Und damit wird man sich beschäftigen. Aber ich glaube schon, dass wir aus der Geschichte insofern gelernt haben, weil die NATO ja sehr deutlich gemacht hat, sie wird sich nicht in diesen Krieg reinziehen lassen. Das unterscheidet uns von 1914. Wir werden nicht, also ich sehe kein Szenario, wo man, selbst nicht bei dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine, wo die NATO mit eigenen Soldaten kämpft. Und ich glaube schon, dass die Bundesregierung und Europa sagen, ja, die Ukraine soll als Staat überleben, aber wir sind nicht bereit zu kämpfen. Und das ist auch eine Lehre, weil wir jetzt ja auch mit, es sind zwei Atommächte, die gegeneinander, letztlich die USA und Russland. Das hatten wir noch nicht, diesen Fall in der Geschichte. Da kommen wir gleich auch noch näher zu, Herr Trittin. Also es geht auch letztendlich um Bündnissysteme, wir haben es gerade gehört. Es geht um Beistandsverpflichtungen, um die NATO, um die Mitgliedschaft. Kann man sagen, dass solche festen Bündnissysteme dann auch stabilisierend wirken? In unserem Fall wirken sie stabilisierend. Wir haben so etwas entschieden, dass wir eine Multilateralisierung unserer Sicherheitsarchitektur haben. Es ist auch eine Lehre aus den beiden europäischen Weltkriegen gewesen an dieser Stelle. Wir hatten ein hohes Maß an Stabilität der Abschreckung, als es zwei Blöcke gab. Aber ich glaube, das ist einer der Grundfehler, der auch viele unserer Diskussionen hier in Deutschland begleitet hat. Wir haben immer die Logiken aus dieser alten Blockkonfrontation mehr oder weniger auf Russland übertragen. Aber diese alte Sowjetunion, das war so eine Status Quo-Macht, die war damit sich zufrieden, dass sie nicht angegriffen wurde. Und die hat auch nicht viel andere angegriffen, von einigen Ausnahmen der Dritten Welt und Stellvertreterkriegen mal abgesehen. Das, was Putins Herrschaft von Anbeginn an ausgemacht hat,
war eine revisionistische Ansage, also die Niederlage, in die unter Jelzin insbesondere, aber aus Ihrer Erzählung auch unter Gorbatschow die Sowjetunion geraten ist, mit dem Ende dieser Sowjetunion zu revidieren. Und es war immer von Anbeginn an eine Herrschaft, die auf dem Ausnahmezustand und auf der Logik des Krieges beruhte. Und das schreit nach Eskalation. Und deswegen waren die ganzen Instrumente des Containments, auch Wandel durch Annäherung und so, eigentlich an dieser Stelle falsch platziert. Und das haben wir dann bitter gelernt als Europäer. Wir haben ja gedacht, mit diesen harten ökonomischen Sanktionen schrecken wir ihn ab, den Krieg anzufangen. Und jetzt haben wir diesen Worten sogar Taten folgen lassen, aber müssen aber selber feststellen, dass das wohl nicht den Ausbruch des Krieges verhindert hat. Und ob es ihn ausbremst, das wird eine Frage von ganz langer strategischer Geduld werden. Und wir können sehen, es gibt kein historisches Beispiel, wo Sanktionen einen Krieg entschieden haben. Wir haben immer, auch in dem Jugoslawienkrieg und so, wir haben immer auf Sanktionen gesetzt. Und das war eigentlich so ein Mittel, nein, wir wollen keinen Krieg führen. Und haben uns selber einen Glauben gemacht, das würde etwas bringen. Aus der Geschichte hätte man da lernen können, nee, also es gibt keinen Fall, der mir einfallen würde, aus der Moderne, wo Sanktionen wirklich diesen Konflikt gelöst oder ausgetrocknet haben. Also Sanktionen bringen nichts. Herr Trittin sprach gerade davon, dass wir immer noch in der Logik des Kalten Krieges auch ein Stück weit gedacht haben und damit Russland auch falsch eingeschätzt haben. Teilen Sie diese Ansicht? Ja, also ich glaube schon, ein Fehler war, dass wir Russland mit der Sowjetunion gleichgesetzt. Ja. Das ging ja schon sprachlich zum Teil so. Und dass wir diesen postimperialen Schmerz nicht wirklich verstanden haben. Und wir immer glaubten, auch die Hoffnung, und das ist ja auch nichts Falsches, die Hand auszustrecken, Putin einbinden zu können, der wird vielleicht keine Westminster-Demokratie, aber da muss man doch irgendwie zusammenkommen. Und wir haben uns einfach geweigert, zu erkennen, dass der Krieg für Putin ein Faktor, ein Mittel der Politik ist. Und Tschetschenien, Georgien und so weiter, nur wir haben das nicht wahrgenommen und sagen, naja, das ja, war irgendwie nicht so. Nicht? Und weil wir dann uns auf diese Logik hätten einstellen müssen, dann hätte man viel härtere Konsequenzen nachdenken müssen. Und das wollte natürlich niemand. Das war auch insgesamt in Europa nicht die Stimmung, also zumindest nicht in Westeuropa und in Ostmitteleuropa vielleicht schon eher. Und das ist ja die größte Herausforderung in den außenpolitischen Beziehungen, ein Wissen über den anderen, also eine Cultural Knowledge. Also wie denkt der andere? Und wir verstehen ja noch nicht mal die Briten mit dem Brexit. Nicht? Und obwohl wir da unsere Kinder hinschicken und da studiert haben und so. Wenn wir die Briten noch nicht mehr verstehen, wie verstehen wir dann die Russen? Wir haben jetzt sicherlich auch keinen Aufschwung, sage ich mal, der Osteuropa-Kompetenz erlebt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da kann man ja mal überlegen, welcher Außenpolitiker spricht eigentlich Russisch und so weiter. Also es gibt natürlich solche, aber das ist nicht das ist eine Bundeskanzlerin. Aber insgesamt verstehen wir vielleicht dann den Westen doch mehr. Aber auch da, bei den USA, sind wir ratlos. Und das ist kein gutes Zeugnis für uns, weil wir es immer aus der Logik des anderen sehen müssen. Aber ich meine, es ging ja auch allen hochbezahlten Experten so. Also kaum einer hat ja wirklich damit gerechnet, dass Putin diesen Krieg so führen würde. Hätte Putin den Krieg auch so geführt, wenn die Ukraine tatsächlich Mitglied in der NATO gewesen wäre? Das glaube ich nicht, aber das stand ja gar nicht zur Debatte. Wir hatten hier den Fall, dass wir nach Minsk eine Situation hatten, wo man geglaubt hat, durch eine Vereinbarung, in der beide geben und nehmen mussten, eine Befriedung der Situation hinzukommen. Und beide Seiten, Selenskyj wie Putin, haben Minsk abgelehnt. Das muss man deutlich so sagen. Und das, was jetzt stattfindet, ist das Auskämpfen von Putins Seite, Minsk zu revidieren. Und das Ziel der Ukraine ist, es auch rückgängig möglichst zu machen. Das muss man sich an dieser Stelle klar machen. Aber das war eigentlich der Kern. Und in der Tat haben wir nicht geglaubt, dass er das ist. Und ich will ja nur darauf verweisen, was wir auch an Unterrichtungen zum Teil aus dem Sicherheitsestablishment bekommen hat. Der BND, die Bundeswehr, waren eigentlich der Auffassung, das kann er nicht machen damit. Ich sage es mal so. Ja. Und das Paradoxe ist, sie hatten auch ein Stück weit recht. Das, was die Bundeswehr erklärt hat in der Lageeinschätzung vor dem Krieg, war, dass die ganze Logistikstruktur, die er hat, zu schwach wäre, um die Ukraine anzugreifen. Genau daran ist jetzt dieser Vorstoß gescheitert. Wir haben nur geglaubt, die können ja nicht so blöd sein.
mit dieser fehlenden Struktur das zu machen. Und das war eine deutliche Fehleinschätzung. Da war die Einschätzung der amerikanischen Dienste, die das mehr aus der politischen Logik gedacht haben, wahrscheinlich zutreffend. Und wahrscheinlich hatten die Amerikaner auch noch andere Informationen als die Deutschen, würde ich vermuten. Das kann sein. Wenn wir uns jetzt die Eskalationslogik dann auch ein Stück weit anschauen, dann stellt sich ja die Frage, wann wird die NATO oder werden einzelne Staaten, die die Ukraine unterstützen, letztendlich auch eine Kriegspartei? Tja, also wir haben diese völkerrechtliche Situation, die ist ja sozusagen klar beantwortet, und wir haben die Wahrnehmung. Nicht, wenn wir das mal wieder mit dem historischen Beispiel nehmen, die Amerikaner und Land and Lease wird ja auch dieser Tage zitiert, im März 1941, die amerikanische Unterstützung für die Briten und dann auch für die Sowjetunion. Die Amerikaner waren formell nicht im Krieg, de facto waren es natürlich schon. Und Roosevelt war entschlossen, in diesen Krieg einzutreten auf Seite der freien Welt. Aber Hitler hat die USA nicht als Kriegspartei betrachtet und hat auch gezögert und hat sagen, er wollte sie sagen, ja auch raushalten. Und es hängt also sehr von den Wahrnehmungen ab. Und das macht das wieder so schwer einzuschätzen. Und was ist jetzt, sind jetzt die 50 Marder, die 50 Gepard, die britischen Spezialkräfte, die in der Ukraine operieren, ist das jetzt sozusagen die Hürde? Wir können uns einerseits auf das Völkerrecht berufen. Das hilft aber nicht, wenn Putin sagt, so, jetzt ist es zu viel und jetzt setze ich ja, im schlimmsten Fall taktische Nuklearwaffen ein. Da kann man nur hoffen, dass die Treiber dieser Sache sind ja die USA und Großbritannien und nicht die Bundesrepublik, dass sie wissen, was sie tun. Und das sieht man ja auch. Wenn man Kanzler Scholz hört, dann hat man schon den Eindruck, mit der Lieferung von schweren Waffen passiert da schon etwas, dass man ein Stück weit Kriegspartei wird. Oder wie schätzen Sie es ein? Also das Spiegel-Interview hielt ich für unglücklich in den entscheidenden Formulierungen. Weil er hat ja, auch wenn es nicht genau gesagt hat, schon die Lieferung von schweren Waffen in eine Verbindung zu Atomkrieg und Dritten Weltkrieg. Und da würde ich ein bisschen abrüsten, denn selbst wenn die Russen, und das ist das, was bei Experten diskutiert wird, dass wenn die Russen, falls die Russen den Donbass verlieren sollten, dass sie dann vielleicht taktische Nuklearwaffen einsetzen, um einen ukrainischen Vormarsch zu stoppen. Und dann reden wir aber zunächst von Mini-Nukes, die als Demonstration eingesetzt werden. Und wir reden nicht vom globalen Atomkrieg und strategischen Nuklearwaffen über London oder Washington oder Moskau. Wir haben zu sehr eine Verbaleskalation, Atomwaffen, Atomkrieg, Untergang der Welt. Und also in diesem Szenario sehe ich keinen seriösen Experten, der so argumentiert. Wir müssen immer sagen, wir wissen natürlich nicht, was passiert. Und deswegen fand ich das ein bisschen unglücklich. Und ich glaube nicht, dass die Lieferung von 40 Jahre alten Schützenpanzern dazu führen wird, dass Putin nun sagt, und das ist jetzt aber der Grund. Das wird sich viel stärker an dem aufhängen, was die Briten und was und die Amerikaner machen. Zumal wir ja, darüber kann Herr Trittin und andere nicht offen sprechen, wir viel mehr machen, es nur öffentlich nicht bekannt ist. Hm. Das weiß natürlich über Putin, was die Bundesrepublik macht. Also da könnte es noch Triggerlines geben, über die wir gar nicht öffentlich diskutieren, die aber, ja. Herr Trittin, wenn es tatsächlich eine Frage der Wahrnehmung ist, ob man Kriegspartei ist oder nicht, sind wir Kriegspartei? Meiner Auffassung nicht. Ich kann mich da auf ein ganz einfaches Beispiel berufen. Die Russen haben ja auch mal gute Kämpfe unterstützt. Zum Beispiel den Kampf des heldenhaften Volkes von Vietnam gegen die USA. Ja. Da haben die richtig schweres Gerät geliefert. Und übrigens zum Teil war das kriegsentscheidend. Stimmt nicht, dass Waffenlieferungen nie einen Krieg beendet haben. Da schon. An dieser Stelle. Und selbstverständlich haben weder die USA noch die Russen sich in dieser Situation als Kriegspartei angesehen. Und ähnlich in Korea. Es ist ja in Korea so gewesen, dass sogar russische Piloten in nordkoreanischen Maschinen flogen, aber den Yalu, den Grenzfluss Nordkorea-China, nicht überflogen haben. Und also da haben schon beide Seiten darauf geachtet, sich da entsprechend rauszuhalten. Insofern ist die rechtliche Seite eindeutig. Wir aber wissen nicht, da bin ich ganz bei Herrn Neitzel, von den Geschehnissen am Boden abhängen. Putin die eklatante Schwäche seiner Truppen überwinden? Oder wird er in die Grenzen gehalten? Wird er gar zurückgedrängt, wie er dann darauf reagiert? Das ist aber weniger eine Frage der Lieferung von schweren Waffen als des Kriegsverlaufes an dieser Stelle. Was man sagen muss, und das ist schon etwas, was mich dann besorgt, auch wenn ich die Einschätzung teile, dass wir hier über taktische und kleinere Atomwaffen reden für den Fall einer solchen Eskalation.
Die Frage, ob ein Atomkrieg tatsächlich führbar ist und ähnliches, das ist eine ganz neue Frage in der Praxis. Und deswegen ist auch die Angst, die ja viele Menschen in der Bevölkerung umtreibt vor einem neuen Atomkrieg, die ist nicht irrational, sondern die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Auseinandersetzung aufgrund der Aggression Putins deutlich höher geworden. Wenn es vor dem 24. 5 vor 12 für den Atomkrieg waren, dann sind wir jetzt 2 vor 12. Wobei ich sagen muss, ich glaube nicht, die Frage, wenn wir das mal durchspielen, wenn Putin wirklich 1 oder 2 taktische Nuklearwaffen zünden würde, dann wäre das nach Meinung der Experten eine Macht, also ein Warnsignal an Kiew. Was wir im Kalten Krieg durchgespielt haben, den Einsatz von hunderten taktischen Nuklearwaffen, um einen auf dem Gefechtsfeld zu siegen. Aber bleibt es dabei ein Warnsignal gegen Kiew? Das ist doch naja, die Frage wäre dann wieder, wie Kiew darauf reagiert. Und ich glaube, dass spätestens dann auch die NATO-Staaten sagen würden, also wir sollten die Sache mal runterfahren. Denn ich glaube auch nicht, dass die USA irgendein Interesse daran hat, die Sache sozusagen irgendwie zu eskalieren. Und es gibt ja auch Experten, die selbst Zweifel ziehen, wenn Putin, sagen wir mal, über den Baltikum Nuklearwaffen einsetzen würde, ob das die USA überhaupt sehen würden, um zu antworten. Also ich glaube schon, meine Wahrnehmung der USA ist jetzt, dass sie zwar das konventionell unterstützen, aber dass keiner ein Interesse an dem Einsatz dieser Waffen hat. Und das muss man natürlich mit bedenken beim Kriegsverlauf. Da bin ich wieder bei Herrn Trittin. Wir können schon Szenarien aufstellen, und dafür wird ja auch gewarnt, wenn Putin alles verlieren sollte, muss man bei dieser Logik, er ist eben nicht Khrushchev, er ist nicht Brezhnev, damit rechnen, es geht um alles. Ja, dann geht es für ihn um alles. Aber mein Eindruck aus meinem Besuch in den USA ist auch ganz eindeutig. Die waren zum Beispiel, was das Liefern von richtigen Kampfpanzern, also so angeht, mindestens so zurückhaltend wie die Bundesregierung, weil man eben genau dieses Reinziehen in die nukleare Auseinandersetzung nicht will. Da ist Biden sehr, sehr klar gewesen. Und wenn ich die Äußerungen von Antony Blinken vom Senat richtig interpretiere, ist auch da die Ansage, wir liefern, um zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Das ist eine alte, hätte ich tradierte Haltung in der US-Administration, die aus diesen modernen Konflikten raus resultiert. Barack Obama hat mal gesagt, die enden nicht mit Sieg oder Niederlage. No victors, no vanquished. Das ist so die Schule in den USA, die zurzeit in dieser Administration, und wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese Administration haben, die Denke bestimmt. Aber reicht diese Denke aus, wenn man den ukrainischen Botschafter vom Wochenende hört, der sagt, wir wären bereits mitten in einem dritten Weltkrieg? Ist das etwas, was zu dieser Kriegslogik und dann auch zu dieser Kommunikationslogik in dieser Situation dazugehört? Das ist Public Diplomacy. Ob sie glücklich ist, muss die Ukraine entscheiden. Und da muss man, glaube ich, also die Ukraine kommuniziert anders. Das kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Die Ukraine ist daran interessiert, den Westen möglichst umfassend in diesen Konflikt hineinzuziehen. Auch die Forderung nach Flugverbotszonen, das ist aus ukrainischer Sicht ja nachvollziehbar. Und die Ukraine hat Interessen. Und wir haben aber auch Interessen. Und diese Interessen haben einen Overlap, aber sie sind nicht identisch. Ja. Herr Neitzel, der Kanzler warnt ja auch so ein Stück weit vor der hochgerüsteten Supermacht Russlands. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, den drohenden Atomkrieg. Kann man mit dieser Kriegslogik, die man sonst vielleicht hatte, überhaupt Putin entgegentreten? Wird da nicht etwas ausgehebelt, was wir sonst in unserem Denken immer hatten, dass da eine rote Linie ist, die keiner überschreiten will? Also ich glaube, es herrscht Krieg in der Ukraine. Und wir müssen uns diesem Krieg stellen und damit auch der Logik des Krieges. Wir können nicht jetzt die Friedenstauben fliegen lassen und mit Schaumgummibällen antworten, sondern das ist sagen notgedrungen und sehr aufgezwungen worden. Die Bundesrepublik ist nun wirklich mit Versuchen der Diplomatie nun wirklich bis zum Äußersten gegangen. Man kann ihr nicht vorwerfen, sie hätte das nicht versucht. So, das hat nicht zum Erfolg geführt. Und jetzt sind wir nun mal in dem Krieg und hoffentlich endet er bald. Aber jetzt müssen wir, und die Logik ist jetzt ja, dass meines Erachtens, das sagen auch fast alle Experten, Putin muss an den Punkt kommen, wo er einsieht, ich komme mit militärischen Mitteln nicht weiter. Aus verschiedenen Gründen, mit dem Moralproblem, den Logistikproblemen, und ich komme nicht weiter. Und das Einzige, was mir bleibt, ist eine Verhandlung.
So, und dann muss der Westen sicherlich auch Druck ausüben auf die Ukraine. Und dann wird man sehen, was daraus kommt. Solange Putin glaubt, mit den militärischen Mitteln dem Gegner seinen Willen aufzwingen zu können, wie Clausewitz das gesagt hat, wird er das tun. Und da hilft eben nur auch kein ziviler Widerstand oder dergleichen, sondern die Ukraine muss es schaffen, die russische Aggression zu stoppen. So. Und dann ist hoffentlich, Herr Trittin hat es angedeutet, ist hoffentlich der Weg frei. Und da haben die Amerikaner die entscheidende Rolle, nicht die Bundesrepublik, dass man dann zu irgendeiner Art Verhandlungslösung kommt, von der wir jetzt ja noch gar nicht sehen, wie die aussehen kann. Weil es ist klar, was die Ukrainer wollen und klar, was die Russen. Und da haben wir noch ein relativ großes Delta dazwischen. Aber wir müssen in dieser Logik sein. Und deswegen begrüße ich auch sehr die Rede vom 27. Februar. Wir haben uns nicht für die Bundeswehr, nicht für die militärische Logik interessiert. Wir haben die Bundeswehr vom Frieden gedacht und gedacht, naja, die ist für Covid und ich weiß nicht was, als Social Worker ist die gut. Jetzt merkt man, hups, Armeen kann man vielleicht auch für andere Dinge verwenden. Ist gar nicht schlecht, wenn man die hat. Keiner, wir leben nicht in einem, in einer Kriegerkultur, in einem Staat, der je sagen, das Militärische nach vorne schieben wird. Aber ganz ohne geht es meines Erachtens auch nicht. Und das ist ein Stück weit, wenn wir uns die Dänemark ansehen, Niederlande, Italien, das sind alles keine Kriegerstaaten. Aber die alle gehen davon aus, dass die Militär zur Androhung, Anwendung militärischer Gewalt da ist. Und wenn wir das mal verstehen würden, hätten wir schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wenn wir uns die Unberechenbarkeit von Putin, Sie haben davon vorhin ja schon gesprochen, noch mal ein Stück weit anschauen und Herr Professor Neitzel ja auch schon so ein bisschen von möglichen Verhandlungslösungen oder Szenarien spricht, wie man sich vielleicht dann doch verhandlungstechnisch annähern kann. Kann man sich das überhaupt vorstellen, dass Putin sich tatsächlich irgendwann an einen Verhandlungstisch setzt? Ich habe immer die, was man sich alles nicht vorstellen kann, da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn Sie vor 15 Jahren gefragt hatten, kann man sich vorstellen, dass die NATO sich an einen Tisch mit den Taliban setzt? Unmöglich. Das waren Verbrecher. Fünf Jahre später haben die Deutschen ein Büro für die Taliban in Doha angemietet, das jetzt von den Amerikanern bezahlt wird. So, insofern ist diese Frage ja. Es wird zu genau diesen Verhandlungen kommen. Und die Frage, die sich für uns stellt, ist eigentlich eine, die darüber hinausweist. Wir haben uns ja angewöhnt, von Sanktionen zu sprechen. Ich bin da sehr zurückhaltend. Das, was wir gerade machen, sind keine Sanktionen. Wir koppeln Russland zumindest vom Zugang von den europäischen und den G7-Märkten, um es präziser zu sagen, letztendlich wirtschaftlich ab. Und das wird nicht morgen früh mit der einfachen Versicherung, jetzt ist Waffenstillstand und da bleiben wir auch erstmal bei, rückgängig gemacht werden. Sondern das wird man nur zurückbauen können, wenn wir wieder zu einer belastbaren europäischen Friedensordnung kommen. Also im Grunde genommen so etwas, wie wir 1985 mal mit Brezhnev, aber Putin würde auch sagen, ganz verdächtiger Mensch, weil er stammt da aus der Ukraine, mit Brezhnev, hat Europa und die NATO diese Vereinbarung über die Unantastbarkeit der Grenzen geschlossen und das auch hinterlegt. Und wir würden erst in einem solchen Zustand wieder auf diese Frage zurückkehren. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Aber wichtig, man muss so schnell es geht dazu kommen, zumindest diesen temporären Waffenstillstand zu haben. Gehört es zur Kriegslogik auch ein Stück weit dazu, dass es ein militärisches Ergebnis letztendlich geben wird? Und können Sie, wenn wir uns jetzt die Zeit des Krieges anschauen, bei Putin unterschiedliche Ziele seines Krieges sehen im Vergleich zu dem, was er vielleicht am Anfang kommuniziert hat? Also ich glaube, dass Kriege können wir eben nicht als Blackbox denken und sagen, wie beginnen sie, wie enden sie. Wir müssen sie eben auch, also das Entscheidende, wie Kriege eben enden, ist eben auch, wie werden sie geführt. Sagen, was passiert auf dem Schlachtfeld? Wir neigen dazu, ja auch nicht zuletzt in der Wissenschaft, das herauszunehmen. Und wir sehen ja, dass das Schlachtfeld im engeren Sinne auch entscheidend ist. Keiner von uns gedacht, dass die Ukrainer so weit kämpfen können. Moral, Ausrüstung, Taktik, was weiß ich so. Also, und das sind im ganz engeren Sinne eben militärische Fragen, die hier von eminenter Bedeutung sind. Und wir sehen ja, dass die
Die erste Phase eben war, in 96 Stunden diese Regierung wirklich in einer Spezialoperation auszuschalten. Und offenbar kam Russland ja relativ nahe dran, Selenskyj auch zu fangen, zu töten. Das ist alles gescheitert. Dann gab es eine zweite Phase, wo man umgruppiert hat. Das hat auch nicht geklappt. Jetzt haben wir eine dritte Phase. Und es ist für uns, also zumindest für mich, der jetzt nicht die BND-Briefings liest, aber doch mit dem einen oder anderen spricht, schwer, wirklich da in diese militärischen Details reinzusehen, weil gerade die Ukrainer uns aus meiner Erfahrung relativ wenig sagen, was jetzt wirklich bei ihnen passiert. Also wir wissen zum Teil mehr über die Russen als über die Ukrainer. Aber es wird ein militärisches Ergebnis geben, so oder so. Auch wenn wir da nicht die größten Details kennen, es wird ein militärisches Ergebnis geben. Und danach wird agiert. Und das militärische Ergebnis muss aus unserer Sicht sein, dass Putin sagt, militärisch ist Game Over. So geht's nicht. Habe ich mir anders vorgestellt. Und dass er dann hoffentlich sagt, wir verhandeln. Und die große Gefahr ist, so gibt es ja auch einige Analysen, die sagen, er wird in einigen Wochen einen einseitigen Waffenstillstand verkünden und sagen, so, ich habe eigentlich schon mal etwas erobert und das reicht mir. Und der Westen steht erstmal bepudert da und es wird keine Verhandlungen geben, sondern er versucht Kraft zu schöpfen für eine weitere Runde. Die Parallelen, die wir haben, russisch-sowjetisch-finnischer Winterkrieg 39-40 liefen ja so in mehreren Wellen oder auch der Donbass 14. Und man kann nur hoffen, dass auch der Schock des Nichterfolges so groß ist, dass er sagt, naja, also mit militärischen Mitteln geht es nicht weiter, weil der Westen, jetzt kommen die Waffenlieferungen, sind so wichtig, weil der Westen sagt, wir werden die Ukraine immer so stark halten, dass du mit konventionellen militärischen Mitteln nicht weiterkommst. Hm. Das ist unsere Message. Hm. Und dann in der Hoffnung, dass daraufhin Putin sagt, ich werde den einen Rüstungswettlauf mit dem Westen nicht gewinnen. Hm. Aus Ökonomie. Herr Tretin, wenn wir uns das anschauen, dass es ein militärisches Ergebnis geben muss in irgendeiner Form, kann das dann so aussehen, dass es tatsächlich zu einer gespaltenen Ukraine kommt? Und wenn wir Professor Neitzel hören, dass er sagt, irgendwann wird Putin vielleicht einfach einen Waffenstillstand verkünden, kann das vielleicht sogar der 9. Mai, dieser sehr symbolträchtige Tag für Russland sein? Da kann man drüber spekulieren. Ich glaube aber, dass die letzten Tage gezeigt haben, dass das, was sie sich für den 9. Mai vorgenommen haben, sie bisher nicht umsetzen konnten. Das ist offensichtlich so. Die Idee war ja im Raum, dass sie zumindest die Oblastgrenzen von Donetsk und Luhansk erreichen. Davon sind sie entfernt. Und das, was ich fürchte, ist, und das nimmt dann ja auch Aufmerksamkeit ein Stück weg, dass wir in so eine Situation kommen eines einseitig verhängten Waffenstillstands, dann sind alle erstmal froh, zu Recht, es stirbt niemand mehr. Aber dass wir nicht verstehen, dass dies kein eingefrorener Konflikt ist. Ich bezweifle inzwischen nach den Erfahrungen, die wir in Georgien und selbst in Moldau haben, dass es so etwas wie eingefrorene Konflikte gibt, sondern dass da immer einer, der die Eskalationshoheit hat, es in der Chance hat, die wieder anzuwärmen, zu erhitzen an dieser Stelle. Was heißt das denn für mögliche Verhandlungen? Es darf keine Spaltung geben? Zum Beispiel darum, dass man an dieser Politik, dass die Ukraine so ausgestattet wird, dass sie nicht überrannt wird, auch dann festhält, wenn man nicht mehr in unmittelbaren Kampfhandlungen ist und nicht unmittelbar an dieser Stelle jeden Tag in den Medien sieht, was dort an entmenschlichter, ja man muss sagen kriegsverbrecherischer Kriegsführung stattfindet. Wir dürfen dann mit der Aufmerksamkeit nicht plötzlich ganz woanders hingehen an dieser Stelle, sondern diese Grundhaltung, das sage ich sowohl hinsichtlich der ökonomischen Zwangsmaßnahmen gegenüber Russland als auch gegenüber den Lieferungen von Rüstungsgütern. Das ist etwas, wo wir die Ukraine so ertüchtigen müssen, dass nicht ein beliebiger Zeitpunkt stattfindet, um wieder erneut zu eskalieren. Ich glaube, von der Frage, ob und inwieweit Sie ja in Ihrer Frage angedeutet haben, die Ukraine geteilt wird und welche Teile und ähnliche Dinge, das ist jetzt alles viel zu frühe Spekulation. Ich fürchte eher ein solches Szenario der einseitigen Waffenstillstandes. Und dann ist Deutschland, sind die Amerikaner, die Briten alle in der Verantwortung, in der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen, damit nicht nach Belieben der Krieg wieder angefangen werden kann. Ist das ein Szenario, was Sie teilen? Ja.
Das ist, ich glaube, dass in dem Moment, wo Putin sagt, es ist Waffenstillstand und jetzt machen wir Frieden und es wird nicht mehr gestorben, doch der Drang in Deutschland nach Normalität sehr viel stärker wird. Übrigens nicht nur in Deutschland. Ja, nicht nur in Deutschland, selbstverständlich. Und da das Argument kommen wird, also jetzt ist doch auch wenn Frieden, es zu größeren Gebietsverlusten für die Ukraine kommt. Ja, weil aber also ich weiß nicht, je weiter man von der ukrainischen Grenze weggeht, ist das vielleicht nicht mehr so relevant. Und dann ist die Frage, ob man nicht sagt, naja, Gott, es gibt ja den Staat noch und ihr müsst euch ja damit abfinden und so. Also ich glaube schon, dass... Ja, aber da sind wir doch wieder an dem Punkt, wo es zu einer Annexion kommt, ähnlich wie bei der Krim und wir dann mit den Schultern zucken und sagen, genau. Das ist ja genau die Gratwanderung. Die Ukraine will natürlich, und die Krim haben sie ja, glaube ich, rausgenommen, letztlich auch die beiden Volksrepubliken auch zumindest offiziell zurückerobern und sagen, keine russischen Truppen auf unserem Territorium. Aus meiner Sicht ist das illusionär. Aus meiner Sicht wäre eine Kompromisslinie, die vielleicht noch realistisch wäre, wenn die beiden Volksrepubliken russisch, wenn man das akzeptiert, aber man zumindest den Landkorridor zurückbekommt. Wenn die Russen den Landkorridor nicht räumen, halte ich die Ukraine eigentlich für verstümmelt. Sie brauchen Zugang zum Meer und das sind auch wirtschaftlich wichtige Gebiete. Also das kann man aus Kiewer Sicht, glaube ich, schwerlich akzeptieren, wenn man nicht unmittelbar vor einer militärischen Niederlage steht. Und da ist man eben noch auseinander. Aber der Wunsch nach Frieden ist ja selbstverständlich in unser aller Gesellschaften. Und ich glaube, dass dieser Ton eben auch in Deutschland oder im Rahmen der SPD besonders stark werden würde. Und da würde ich absolut das unterstützen, was Herr Trittin sagt. Wir müssen in all den Bereichen weitermachen, übrigens auch in der Zeitenwende mit der Bundeswehr. Und es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, na ja, Weißrussland ist doch schon jetzt gegen Russland eingestellt, ist doch gar keine Bedrohung des Baltikums mehr. Also ich bin mir da nicht so sicher. Und wir sehen ja, wozu Putin bereit ist. Und wir standen ja eigentlich schon 2014, aber auch jetzt ein Stück weit mit heruntergelassenen Hosen da. Und das darf uns nicht wieder passieren. Wenn wir uns das anschauen, was Herr Professor Neitzel da auch skizziert, dass wir gegebenenfalls eine Kompromisslinie oder eine Kompromisslösung finden müssen, die vielleicht da heißt, dass eben die Gebiete Donetsk und Luhansk nicht mehr zur Ukraine letztendlich gehören. Ist das nicht eine krachende Niederlage des Völkerrechts letztendlich? Nochmal, ich glaube nicht, dass hier solche Vereinbarungen zurzeit zur Debatte stehen. Erstens wird niemand das über die Ukraine hinweg regeln. Zum Zweiten haben wir ja eher ein Szenario diskutiert, wo die eine Kriegsseite sagt, wir hören jetzt auf und die andere dann sich überlegen kann, was sie an dieser Stelle machen kann. Das ist ja weit davon entfernt, irgendetwas völkerrechtlich zu legitimieren. Dabei bleibt der Völkerrechtsbruch ja offensichtlich, ohne dass geschossen wird. Ich habe das eben dazwischen gerufen, nicht nur die Deutschen. Ja. Weil ich glaube, wir können ja in einem Punkt ganz froh sein als Europäer. Putins Agieren hat den Pivot to Asia der USA ein Stück weit gebremst. Aber in Wirklichkeit, wenn man im Kongress, im State Department, im Sicherheit, gibt es eine große Herausforderung für die USA. Und das ist die Rivalität mit China, von der sie gerade Zeit abgehalten werden. Im Gegenteil, der Konflikt mit China mindert sich ein bisschen, weil China nicht ganz so unverbrüchlich treu mit Russland agiert, wie es es auf Konferenzen versprochen hat, aus ganz eigenem Interesse. Und deswegen sehe ich die Notwendigkeit, dass wir sagen müssen, ja, wir werden die Ukraine auch im Fall eines Waffenstillstandes politisch, ökonomisch, aber auch militärisch weiter unterstützen müssen, damit nicht nach Belieben der Krieg wieder anfängt. Und das wäre ja eine den Krieg nicht wieder anfängt, aber das auch wäre ja eine Zeitenwende, wenn Deutschland auch da an eine starke Stellung gehen würde. Wenn man sich also nicht hinten einreiht, sondern sagt, das ist eine Aufgabe, die Deutschland, auch wenn die amerikanische Aufmerksamkeit ein wenig nachlässt, die Deutschland sich auf die Agenda schreibt. Es wird sehr stark die Europäer fordern. Ja. Es wird die Europäer fordern und man muss... Und uns vorneweg. Und inwiefern muss man denn auch berücksichtigen, dass die Chinesen sich das ganz genau anschauen und gucken, inwiefern das dann auch eine Matrize für weiteres Handeln ist? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, dass der Westen, was immer das sein soll, Europa, die NATO-Staaten, sehr genau beobachtet werden. Und deswegen wir auch ein Signal da stärker senden müssen. Das tun wir jetzt ja auch. Denn mit den Sanktionen, mit der Geschlossenheit, mit den Waffenlieferungen, selbst Deutschland, und dass wir geschlossen agieren. Denn
Wenn wir letztlich diese Aggression akzeptiert hätten und zur Tagesordnung übergegangen wären, dann wäre das eine Einladungskarte für China gewesen. Es hängt eben in internationalen Beziehungen unglaublich viel von Perzeptionen, von Wahrnehmungen ab. Mhm. Und die Wahrnehmung, die wir als Deutschland abgegeben haben, ist in der Sicherheitspolitik jetzt vielleicht nicht die des allerstärksten Akteurs. So, nicht? Und wir waren eigentlich immer der Moralisierer, der von der Außenlinie also starke Worte fand. Und wenn es dann darum ging, zu agieren, Stichwort Flugverbotszone in Syrien, waren wir erstmal sowieso raus und haben eigentlich Europa da ein Stück weit eher gespalten. Und das ist jetzt ja im Wesentlichen nicht so, sage ich jetzt mal positiv, und das ist ein starkes Signal an China. Wir können, wenn wir die regelbasierte Ordnung verteidigen wollen, können wir das nicht zulassen. Und da muss man im Notfall eben auch mit dem Tool mit des Militärs agieren, was wir so lange ausgeschlossen haben. Und wir haben ein Stück weit eben den Kopf in den Sand gesteckt. Und das konnten wir uns erlauben, weil andere in unserem Namen agiert haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir da auch immer als Bundesrepublik stärker agieren. Und ich bin da sehr erfreut über die Stimmen, die man von den Grünen hört. Und nicht überrascht von den Stimmen, die man zum Teil von der SPD hört. Und ich hoffe, dass wir diese Rolle annehmen. Man denke doch mal an die Rolle, die Deutschland in der Finanzkrise, in der Eurokrise spielte. Mhm. Ein Finanzminister, der doch wirklich, das kann man bewerten, wie man will, aber eine starke Rolle spielte. Germany made the weather. Das würde man jetzt in sicherheitspolitischer Hinsicht nicht unbedingt wiederholen. Und da würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Und die kleinen, mittleren Staaten erwarten das auch von uns. Wie wichtig ist denn das Zeichen der Stärke, das man jetzt auch abgeben muss, gerade im Hinblick auf China? Auch die Frage nochmal an Sie. Ich glaube, dass China, wie Putin auch, überrascht ist über die Geschlossenheit, mit der die Staaten des demokratischen Kapitalismus, will ich sie mal nennen, reagiert haben. Das war weder auf Putins Rechnung noch auf der Rechnung Chinas. Das ist der Grund, warum sie alle Versuche, dass sie statt SWIFT ihre eigene Zahlungsplattform zur Verfügung stellen, das alles schön unterlassen haben. Und jetzt kommt ein weiteres für China hinzu. Sie waren in den letzten Jahren stolz darauf, dass sie die Corona-Pandemie blendend gemanagt haben und dass bei ihnen die Wirtschaft liefe. Und jetzt sind sie nicht in der Lage, die verwöhntesten Teile der Bevölkerung, nämlich in Shanghai, ordentlich im Lockdown zu versorgen. Das heißt, sie kriegen auf der einen Seite massive wirtschaftliche Probleme. Sie sind konfrontiert mit einem überraschend geschlossen agierenden Staatenverbund im Rahmen der G7. Und sie haben zu Hause Probleme, die bis hin zu offenen Protesten und Demos gehen. Deswegen glaube ich, dass China eher ein Stück sich zurücknehmen wird, weil ihre Machtprojektion war immer in erster Linie ökonomisch. Und wenn dieser Krieg weitergeht, dann ist das auch und gerade für die eigenen Wachstumsziele, für die eigene Legitimation, die anders als in Russland vor allem auf Wohlstand für alle beruht, richtig eine große Herausforderung. Wir sind quasi am Ende der Sendung, Herr Professor Neitzel. Deswegen auch die Schlussfrage an Sie. Welchen Preis sind wir bereit für die Freiheit zu zahlen oder welchen Preis müssen wir auch bereit sein für die Freiheit zu zahlen? Also es wäre ja schon schön, wenn wir am Ende dieses Krieges und wie immer es hoffentlich gut ausgeht, uns klar ist, wir müssen einen Preis bezahlen. Keiner von uns will Krieg. Keiner von uns braucht diesen schlimmen Krieg. Aber wir leben in einer liberalen Demokratie, die mir gefällt. Und diese Ordnung gefällt mir gut. Und wir müssen dafür, für die Verteidigung dieser liberalen Weltordnung, einen Preis bezahlen. Und es geht auch um die Revisionsmächte. Und wir haben in der Geschichte genug Beispiele, wie Revisionsmächte solche liberalen demokratischen Ordnungen in Frage stellen. Und da können wir nicht nur mit Friedensgebeten agieren. Und deswegen müssen wir im äußersten Notfall eben dann auch zu Waffenlieferungen oder gar, wenn es an das NATO-Territorium geht, eben auch zu militärischen Mitteln greifen. Und die Worte des Kanzlers, wir werden jeden Quadratmeter NATO-Bodens verteidigen, die Worte von Annalena Baerbock, einer Wehrbereitschaft, das ist alles Musik in meinen Ohren. Ich bin für diese Sachen, solche Forderungen noch vor Jahren beschimpft worden. Aber das ist eine neue Realität. Und ich glaube, das ist ein Realismus. Und ich fürchte nicht, dass wir in einen Militarismus abgleiten. Ich sehe eine Besonnenheit in dieser Republik, auch der Agierenden. Und ich sehe uns da auf einem guten Weg. Aber es muss bei der Zeitenwende zum Schluss was rauskommen. Mehr als warme Worte. Und das müssen wir dann prüfen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Trittin. Als die Bundesregierung
begann und Annalena Baerbock oder die Grünen dann auch von der wertebasierten Außenpolitik sprachen und diese dann auch umsetzten, hätten Sie auch nur im Entferntesten gedacht, dass das so schnell auch dann tatsächlich zu solchen Handlungen führen muss? Wir sind ja gerade in einer Situation, wo wir Werte und Interessen übrigens in einer Weise verteidigen müssen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Aber auf diese Herausforderung geben wir eine Antwort. Und ich glaube, dass wir sie mit Augenmaß und Abgewogenheit unter Benennung auch der Widersprüche, die man dabei hat. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das ist auch das, was die Menschen im Lande brauchen, die sich Sorgen machen. Sie wollen eine Regierung, die handelt, aber die die Kriterien, nach denen sie entscheidet, auch deutlich macht. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese durchaus tiefgreifende Diskussion. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.